Und wieder bricht ein neuer Tag an auf der Burg des Fürsten Takeshi. Auch heute wird er sich der Eindringlinge erwehren müssen, die versuchen, sein Schloss zu stürmen. Sein Gegner, der General, hat wieder 126 Freiwillige gefunden, die mit ihm Takeshis Burg erobern wollen. Aber Fürst Takeshi und seine Mannschaft sind wie immer hervorragend vorbereitet. Der Fürst scheint heute etwas nachdenklicher als sonst. Das denkbar knappe Ergebnis des letzten Spieltages ist ihm ein wenig auf den Magen geschlagen. Doch Chefcoach Ishikura beruhigt den Fürsten. Er hat die gesamte Abwehr umstrukturiert und verschärftes Training angeordnet. Das Sumo-Ring-Team wurde neu formiert und die Nachtischrationen verdoppelt. Los geht's! Der General, ein beliebter Redner und Schöngeist, bringt mit wohlgesetzten Worten die Hobbysportler in die richtige Stimmung. Das erste Hindernis, das sich den Herausforderern entgegenstellt, ist der Grenzwall. 4 Meter hoch und von Ishikura eigenhändig eingeseift. Und selbst seine Bezwinger sind nicht unbedingt zu beneiden. Oben am Wall sind verschieden lange Seile befestigt und wer es schafft, eines davon zu erreichen, hat schon halb gewonnen. Teamwork wäre hier angebracht, aber die Mannschaft des Generals hat noch Probleme mit der Koordination. Und jetzt werden die ersten menschlichen Leitern angelegt. Mit Erfolg. Hauptsache, der Helm bleibt trocken. Macht's einfach nach. Der modebewusste Sportler wählt für den Sturm auf Takeshis Burg ein gelbes Trikot. Die Farbe wirkt im Schlamm besonders gut. Noch einmal werden die letzten Kräfte mobilisiert. Manche Versuche allerdings sind ebenso heldenhaft wie hoffnungslos. Manche einfach nur verzweifelt. Und manche bekommen nie genug. Genug steht auch den Teilnehmern noch bevor beim heutigen Sturm auf die Burg. Der General verabschiedet sich mit Bedauern von 28 Sportlern. Vielen Dank, vielleicht ein andermal. Die restlichen Athleten werden mit markigen Worten auf die nächste Etappe eingestimmt. Des Fürsten fürstliche Abwehrmannschaft kann es kaum erwarten. Seid ihr alle fit und ausgeschlafen? Die Feuerschnur dient als letzte Warnung. Wer diese Grenze überschreitet, bekommt es mit den Leuten des Fürsten zu tun. Bei dieser Prüfung müssen die Sportler darauf achten, dass das runde Papierschild vor ihrem Gesicht unbeschädigt bleibt. Nur dann erreichen sie das Etappenziel. Über 40 Stufen sind zu überwinden. Sie sind nur wenige Zentimeter breit, so schmal, dass nur die Fußspitze darauf Platz hat. Und Takeshis Mannschaft zeigt kein Erbarmen. Vierzehn Kandidaten mussten diesmal die vorzeitige Heimreise antreten. Takeshi und sein Berater sind bester Laune. Soeben hat man Onji Tankobo und seinen besten Freund Strong Kanegu aus ihren Käfigen geholt. Die beiden werden auch heute das Labyrinth bewachen. Eine schwere Aufgabe für die Kandidaten. Ishikura berichtet von einem heimlichen Besuch des Generals mit der Bitte, doch heute auf diese Prüfung zu verzichten. Natürlich lehnte Ishikura ab. An die Antwort des Generals kann er sich noch genau erinnern. Das Labyrinth. 12 Kammern, 31 Türen und nur ein Ausgang führt ins nächste Level. Die anderen sind ein Schlag ins Wasser. Ein eher vorsichtiger Kandidat. Doch auch er will das Labyrinth möglichst schnell wieder verlassen.
Fast schon zu schnell, meint Takeshi. Diese junge Dame hat etwas Mühe, den rechten Weg zu finden. Onjit Takobo ist da gerne behilflich. Die Hobbysportler und Sportlerinnen sollten auf keinen Fall den Verteidigern in die Hände fallen. Die schwarze Seele der beiden fährt nämlich ab. Wo ist der Eingang? Der General zeigt ihn ihr. Den Ausgang findet sie alleine. Die nächste bitte. Bei dieser Aufgabe gibt es übrigens kein Zeitlimit. Die Kandidaten können sich so langsam, wie sie wollen, durch das Labyrinth bewegen. Manche entwickeln eine erstaunliche Endbeschleunigung. Dessous made in Japan. Takeshi, ein echter Mann von Welt, tippt auf französische Haute Couture. Ein ebenso rührender wie hoffnungsloser Versuch, das Labyrinth zu überfliegen. Und das ist heute die beliebteste Türe. Diese clevere junge Dame macht nicht nur einen großen Bogen um den General, sie umläuft geschickt die fürstliche Verteidigung und findet tatsächlich den richtigen Ausgang. Und wieder müssen 17 hoffnungsvolle Hobbysportler das restliche Geschehen als Zuschauer verfolgen. Nur 17 ausgeschieden? Takeshi kann es nicht fassen. Trainer Ishikura weist darauf hin, dass die Verteidiger möglicherweise überarbeitet waren und einen längeren Urlaub benötigen. Doch für Takeshi ist Urlaub eine dekadente westliche Erfindung, vor der er sein Team bewahren wird. Beim nächsten Spiel können sie ausruhen, meint er. Das muss genügen. Der fliegende Fliegenpilz, diese perfide Erfindung des Fürsten, kommt völlig ohne Bedienpersonal aus. Die Kandidaten müssen sich an den Stiel eines rotierenden Fliegenpilzes klammern, der sie wie eine Seilbahn sicher über die Matschlagune bringt. Aber nur, wenn man nicht zu früh loslässt. Also, haltet euch gut fest. Bei dieser Etappe braucht man Kraft, Ausdauer und ein gesundes Selbstvertrauen. Am glatten und rutschigen Stiel des Pilzes sind zwei winzige Griffmulden angebracht. Wenn man die nicht findet, wird's sehr schwer. Kandidaten weiblichen Geschlechts dürfen ein Seil zur Hilfe nehmen. Es erleichtert einerseits das Festhalten und wirkt andererseits stabilisierend in der Flugphase. Ah, eine unorthodoxe Griffhaltung, die hier trotzdem nicht zum Erfolg führt. Dieser Kandidat ist professioneller Kokosnusspflücker. Er demonstriert den klassischen Palmenklammergriff. Nur dass Kokospalmen sich halt nicht drehen. Knapp daneben ist eben auch vorbei. Dieser Kandidat kennt nur ein Ziel. Oh je, gleich zu Anfang abgerutscht, na das wird nicht gut gehen. Doch dieser Sportler zeigt eine erstaunliche Leistung. Riesenfelgen wie auf dem Seitpferd in der Turnhalle. Bravo. Dieser Athlet macht gerade eine erstaunliche Entdeckung. Der Stiel ist etwa einen Meter kürzer, als er dachte. Und abgewickelt. Dieses Spiel ist wirklich eine harte Prüfung für die Kandidaten. Wie? Kein Salto? Weiter üben.
Nur auf das Seil vertraut diese Kandidatin. Mit den Füßen verlagert sie ihr Gewicht nach außen, verlangsamt so die Pilzrotation und erreicht sicher das rettende Ufer. Beispielhaft. Takeshi denkt über weitere Verbesserungen des Fliegenpilzspieles nach. Der Stiel erscheint ihm immer noch zu lang. Außerdem hält er die Griffe für überflüssig. Er würde den Pilz auch gerne etwas höher hängen und die Rotationsgeschwindigkeit verdoppeln. Ishikura ist prinzipiell einverstanden, gibt aber zu bedenken, dass sich der Spaß beträchtlich verkürzt, wenn man alle Kandidaten in nur einem Spiel erledigt. Dank einer kurzfristig erhöhten Frischluftzufuhr kann Takeshi seinen Genialitätsanfall rasch überwinden. Und jetzt geht's mit dem Kopf durch die Wand, jedenfalls wenn diese aus Papier ist. Vier Mauern stehen hintereinander im Abstand von jeweils 10 Metern. In jeder Mauer befinden sich vier Tore. Auch Ritter Chu versucht, die Kandidaten aufzuhalten. Wieder geschafft. Übrigens, nur die Hälfte der Tore ist aus Papier. Die anderen bestehen aus einer massiven Holzplatte. Bei jedem Kandidaten werden die Tore neu bestückt. Man muss also auch Glück haben. Mit Volldampf hinein ins Vergnügen. Dabei sein ist alles. Ja, wie wär's denn mit Panzerplatten? Ah, zu teuer. Die Sportlerinnen gehen meist etwas vorsichtiger zu Werke. Doch sie sind deswegen nicht weniger erfolgreich. Ritter Chu lässt seinen ganzen Charme spielen, nicht sie weg. Entschlossenheit und Siegeswillen zeichnen den erfolgreichen Athleten aus. Wie schon Turnvater Jan sagte, was wehtut, sind die Schmerzen. Und wieder läuft ein hoffnungsfroher Kandidat an. Das erste Tor. Und auch das zweite. Auch Ritter Chu kann unseren Mann wenig beeindrucken. Das dritte Tor und das Glück bleibt ihm treu. Herzlichen Glückwunsch! Acht Kandidaten sind ausgeschieden. Für die anderen geht das Abenteuer weiter. Ah, das war ein Spiel ganz nach Takeshis Geschmack. Tempo, Spannung, Action. Nur die Pfützen waren nicht tief genug. Den Fürsten verlangt es nach mehr Schlamm. Natürlich nur für die Mannschaft des Generals. Das nächste Spiel wird dieses Defizit mehr als ausgleichen. 95% Schlamm, ein kleiner Ponton und ein Stab. Fehlen nur noch die Kandidaten, die von Ishikura despektierlich Wasserplanscher genannt werden. Der Fürst bittet sich etwas mehr Respekt vor dem Gegner aus, freut sich aber ebenso auf möglichst hohe und weite Flüge in den Sumpf. Das Spiel für alle Stabhochspringer, Zehnkämpfer und Kampfschwimmer. Nur wer auf dem winzigen Ponton landet, erreicht die nächste Etappe. Sie zum Beispiel ist nicht mehr dabei. Bei seiner Körpergröße hätte er auf den Start verzichten können. Ah ja, ein Profi. Der Fürst ahnt es bereits. Diesen Athleten wird er im nächsten Abschnitt wiedersehen. Perfekt. Punktlandung. Naja, hoffentlich gibt's nicht noch mehr davon. Unsere nächste Nachwuchsathletin hat noch nicht die richtige Einstellung zu diesem unhandlichen Sportgerät gefunden. Ihre Talente scheinen in der Schwimmhalle besser aufgehoben zu sein.
Der Fürst empfindet tiefes Mitgefühl mit der ebenso attraktiven wie überforderten Sportlerin. Er entschuldigt sich für die Schwere der Prüfung und lädt sie zum Abendessen in sein Schloss ein. Und da naht schon der nächste Kandidat. Der wird aber nicht eingeladen. Der Kandidat, der die Bemerkung des Fürsten wohl vernommen hat, beschließt, sich an der Polsterung des Pontons schadlos zu halten. Takeshi ist empört. Er fordert, diesen Vandalen sofort vom Wettbewerb auszuschließen. Etwas zu kurz. Eine zielgenaue Punktlandung. Und wieder haben wir die Gelegenheit, den japanischen Nationalsport zu bewundern, das Sumo-Ringen. Fürst Takeshi und sein Berater Ishikura demonstrieren hier die klassische Eleganz der traditionellen Kopfbedeckung. Und hier die Verteidiger. Shino Ryu, ein erfahrener Kämpfer, die Bank in der Abwehr des Fürsten. Ichiro Yo, seine Qualitäten sind nicht unumstritten, aber kann der Fürst den Sohn seiner Schwester wirklich auf der Bank sitzen lassen? Itayu, der Große, auf ihn ist meistens Verlass. Joker, bisher als Ringer noch nicht in Erscheinung getreten, der große Unbekannte in der fürstlichen Mannschaft. Mimi Hagiwara, schön und gefährlich. Sie hat schon viele starke Männer aus dem Ring geworfen. Aber was kommt da? Die Neffen des Fürsten haben eine Lösung für Takeshis Kommunikationsprobleme gefunden. Ein Buschtelefon als direkte Verbindung zu seinen Ringern. Ja, doch die Erfindung scheint noch nicht völlig ausgereift. Den geistigen Kapazitäten eher angemessen scheint der neue Broterwerb der beiden. Models für Schuluniformen. Näher werden die beiden einem Abschluss nicht kommen, das weiß auch der Fürst. Aber wenn ihr so weitermacht, werdet ihr noch als Kandidaten enden. Jeder Teilnehmer muss vor seinem Ringkampf einen farbigen Ball ziehen. So wird sein Gegner bestimmt. Zu jedem der Verteidiger gibt es einen Ball in der entsprechenden Farbe. Dieser hier gehört zu Michiro Yo. Eine lösbare Aufgabe für den durchtrainierten Herausforderer. Na, das glückbringende Salz nicht vergessen. Und mit dem Einnehmen der Ausgangsposition beginnt der eigentliche Kampf. Los geht's! Angefeuert von seinem Herrn und Brötchengeber entpuppt sich Michiro Yo wieder einmal als zäher Kämpfer. Die Ringer dürfen den Boden nur mit den Fußsohlen berühren und den Kreis nicht verlassen. Gegen den vehement heranstürmenden Herausforderer bleibt der Verteidiger des Fürsten letztlich ohne echte Chance. Der nächste Kandidat, Rot. Sein Gegner ist Shino Ryu und der lässt sich nicht so leicht einsalzen. Von allen Ringern des Fürsten hat er die beste Kampfstatistik. Und sie wird noch besser. Schadenfreude ist für Ishikura und den Fürsten ein Fremdwort. Eine Gegnerin für Mimi Hagiwara. Der Fürst bietet an, für sie einzuspringen, aber Mimi stellt sich selbst der Kandidatin. Das war's. Mit vollem Einsatz beendet Mimi Hagiwara den Kampf. Vom Fürsten gibt's noch einen kleinen Nachschlag. Ah, der General scheint nicht begeistert von der Wahl seines Sportlers. Guitar You Great heißt sein Gegner. Ein
Ein wundervoller Ausheber beschert dem Herausforderer den Sieg. Eine gewisse Unzufriedenheit kann der Fürst nicht verbergen. Rot, die Freude scheint grenzenlos. Shino Ryu achtet genau auf Einhaltung der Traditionen. Die Ausgangsposition wird eingenommen und der Kampf kann beginnen. Das ist Shino Ryus private Ringkampftradition. Durchschnittsdauer 10 Sekunden. Wird hier die Auslosung manipuliert? Vielleicht, aber die junge Dame wollte unbedingt mit Michiro Yo in den Ring steigen. Er wird doch nicht etwa verlegen sein? Der Fürst erinnert ihn noch einmal an seine Kämpferehre. Mag die Musik auch etwas ungewöhnlich sein, ein klassischer Pas de deux. Aber kein Kavalier. Grün, das bedeutet, er hat den Joker gezogen. Ah, der Verteidiger scheint noch nicht kampfbereit. Der Mann des Generals hingegen umso mehr. Eigentlich sollte ein Kampf beginnen, doch Joker entscheidet sich für die gesunde Variante. Takeshi schickt seinen Mann nach Hause. Die Kugel ist zwar nicht heiß, aber rot. Die Wirkung bleibt dieselbe. Shino Ryu teilt den Wahlspruch der Pfadfinder. Allzeit bereit. Mutig und entschlossen stürzt sich der Herausforderer auf seinen übermächtigen Gegner. Mit allen Kräften stemmt er sich gegen die drohende Niederlage, jedoch vergeblich. Für diesen Giganten muss erst noch ein passender Gegner gefunden werden. Takeshi schickt einen seiner Neffen in den Ring. Der Herausforderer weiß, diese Ehre zu würdigen. Die Kämpfer sind bereit. Der Kampfrichter gibt das Startzeichen. Eine Wurftechnik aus dem Judo-Bereich. Der Konter kommt zu spät. Takeshis Neffe geht als knapper Sieger vom Platz. Der Fürst behauptet, er hätte ihm alles beigebracht. Der Berater des Fürsten kann's nicht fassen. Was ist seinem Herrn Dano wieder eingefallen? Zwei große Felsbrocken hat er auf die schmale Brücke legen lassen, den einzigen Weg, der über die tiefe und breite Schlucht zum Schloss führt. Doch Takeshi ist sehr mit sich zufrieden. Schließlich ist es sein größtes Vergnügen, den 19 verbliebenen Herausforderern das Leben so schwer wie möglich zu machen. Ein wackeliger Holzpfad ist da genau das Richtige. Auch die fürstliche Abwehr wird das ihrige dazu beitragen. Wild entschlossen stehen sie an der Ballkanone, bereit, ihre schwarzen Kugeln auf jeden zu schießen, der es wagt, die Brücke zu betreten. Ob aufrecht oder auf allen Vieren, wie man rüberkommt, ist egal. Landet ein Kandidat dagegen im Netz, so ist das Spiel für ihn gelaufen. Ein extrem hohes Tempo legt dieser Kandidat vor. Hat er es geschafft? Takeshi ist entschieden anderer Meinung. Ah, na endlich. Ha ha ha!
Jetzt wird klar, warum der Fürst auf beiden Seiten Steine befestigt hat. Ob der noch mal nach oben kommt? Das hätte er auch einfacher haben können. Meine. Manchmal ist es vielleicht doch ratsam, den Gegnern den Rücken zuzukehren. Geschafft. Nur wer ein hervorragendes Gleichgewichtsgefühl hat und natürlich schwindelfrei ist, hat eine reelle Chance, die andere Seite zu erreichen. Takeshi verfolgt gebannt das Geschehen. Noch ein Gegner mehr für ihn. Diese Dame macht's aber wirklich spannend. Doch auch sie fällt 3 Meter tief in Takeshis Netz. 8 Kandidaten sind bis hierher gekommen. Wie viele schaffen es ins Finale? Nur 8 Herausforderer haben den Weg über die Hängebrücke geschafft und noch sind sie nicht am Ziel. Takeshis Laune ist auf dem Nullpunkt. Er fürchtet, dass die verbliebenen Kandidaten an der letzten Prüfung scheitern und es heute keinen Endkampf gibt. Denn das bewährte Verteidigerteam, bestehend aus Tatsu, Tokashiki und Makoto Daienchich, hat sich für heute besonders viel vorgenommen. Selbst im strömenden Regen demonstrieren sie bereitwillig ihren hervorragenden Trainingsstand. Aber, meine Herren, bloß nicht übertreiben. Gleich werden sich die beiden in 2 der 5 geheimen Zugänge zum Vorplatz der Burg verstecken. Und wehe dem Kandidaten, der in ihre Hände fällt. Kandidat Nummer 1 macht sich auf den Weg. Da. Gut gewählt. Kandidat Nummer 2 folgt dem Beispiel seines Vorgängers. Ja, was macht denn Tatsu Tokashiki da? Ihm ist es in seinem Loch wohl langweilig geworden. Und Kandidatin Nummer 3 wird sein erstes Opfer. Auch von diesem Kandidaten müssen wir uns wohl verabschieden. Und auch der nächste besucht Herrn Daienchich. Der hier will lieber den Fürsten besuchen. Aber Takeshis Sinn für Gastfreundschaft ist nicht besonders ausgeprägt. Eins. Zwei. Drei.
4. 5. Auf dem Vorhof der Burg versammelt der General seine Mannschaft. Nur 5 von 126 Teilnehmern sind ihm geblieben. In seiner Ansprache hebt er noch einmal die Bedeutung dieses historischen Momentes hervor. Gentlemen, start your engines. Takeshi hält es kaum der Mühe wert, in höchst eigener Person in den Kampf einzugreifen. Mit nur 5 Herausforderern sollte seine Mannschaft auch ohne ihn fertig werden. Er möchte sich jetzt am liebsten in die fürstlichen Gemächer zurückziehen und die wohlverdiente Ruhe genießen. Ishikura hingegen möchte sich das Schlussgefecht nicht entgehen lassen. Geschickt weckt er in Takeshi Zweifel an der Leistungsfähigkeit der Verteidigung. Schließlich gibt der Fürst nach, das letzte Spiel kann beginnen. Aber höchstens 2 Minuten. Und keine Sekunde länger. Zerstört ein Wasserstrahl die Papierscheibe am Wagen des Gegners. So gilt dieser als besiegt. Wird der Wagen des Fürsten getroffen, ist die Burg gefallen. Sollten es allerdings Takeshi und seine Mannen schaffen, alle Gegner auszuschalten, so ist der Angriff abgewehrt. Leistet ein Kandidat verzweifelt Widerstand. Doch jetzt hat es Takeshi wieder einmal geschafft. Wirklich? Noch während der General nach Entschuldigungen sucht, haben der Fürst und sein Berater einen Fisch entdeckt, der sowohl von ihnen als auch von den Schiedsrichtern übersehen wurde. Schnell wird der Fehler korrigiert. Heute hat es der Fürst gerade noch einmal geschafft, den General mit seiner Mannschaft abzuwehren. Doch der ist schon wieder unterwegs, um neue Freiwillige zu finden für einen weiteren Sturm auf die Burg des Fürsten Takeshi.